Okay, jetzt brauchen wir genau diesen Beweis für die nächsten Schritte. Also wir können jetzt davon ausgehen, wenn A B teilt, dass wir wissen, wie die Primfaktorzerlegung aussieht, nämlich dass alle NPs kleiner gleich den NPs, alle MPs kleiner gleich den NPs sind. Und umgedreht. So. Jetzt bewegen wir uns mal auf die Primfaktorzerlegung eines größten gemeinsamen Teilers hin. Und da machen wir mal ein Beispiel. Mal kurz überlegen. Nehmen wir nochmal die 180, die hatten wir schon mal gehabt, ne? 180 ist 2 Quadrat mal 3 Quadrat mal 5 hoch 1. So. Und dann nehmen wir nochmal eine andere. Nehmen wir mal die 600. Primzahlzerlegung der 600. Was ist die Primzahlzerlegung der 600? Ja? 2 hoch 3 mal 3. 2 hoch 3 mal? Genau, richtig, ja. 2 hoch 3 mal 3 hoch 1 mal 5 hoch 2, ne? Die 100 kriegt man leicht hin, da ist auf jeden Fall mal die 5 Quadrat drin und die 2 Quadrat und dann nochmal 6 ist mal 2 mal 3. Ja, genau. So, was ist denn der GGT von A und B? Ja? Der GGT ist 2. Geht größer. Ja, der größte gemeinsame. Der kleinste gemeinsame Teiler wäre die 1. Nee. Der größte gemeinsame Teiler? 5. Gibt es noch größer? 5? 60, genau. GGT ist 60. Was ist die Primfaktorzerlegung der 60? Kannst du gerade mal sagen? 2 Quadrat mal 3 mal 5. So. 2 Quadrat mal 3 mal 5. So, ne? Genau, 4 mal 15. So. Fällt Ihnen etwas auf? Schauen Sie sich mal die Primfaktorzerlegungen an der beiden Zahlen und die Primfaktorzerlegung des größten gemeinsamen Teilers. Ja? Die Exponenten passen immer sozusagen in sich rein. Also wir gucken uns sozusagen die 2 an. Der Lüft ist der Exponenten, wir müssen sich an die 2. Ja. Moment, langsam, ich muss mal wiederholen wegen dem Film. Könnt ihr gleich weitermachen, genau. Ich schaue mir die Exponenten an und Sie haben gesagt, das muss reinpassen, ja? Und die 2 Quadrat, die passt jetzt hier in beide rein und in das hier gerade so. Das heißt, Sie nehmen hier den kleineren von beiden und schreiben ihn da unten hin. Genau, und dann geht's weiter? Bei der 3, ja? Genau, also 3 hoch 1 passt da rein und passt da rein. Deswegen kann sozusagen der größte gemeinsame Teiler beide hier teilen. Ne? 3 Quadrat dürfte es nicht mehr sein, weil der würde nur noch da reinpassen, aber nicht da. Okay, also er passt gerade so in den kleineren von beiden rein. Also ich nehme einfach den kleineren von beiden, den kleinen Exponenten von beiden. Okay? Ja, genau, geht eben weiter hier. Nehme ich mir hier wieder den kleineren von beiden. Ne? Ich nehme mir jeweils den kleineren von beiden Exponenten, die zur jeweiligen Primzahl passen, bastel die zusammen und komme auf den größten gemeinsamen Teiler. So, und das ist auch tatsächlich das, was wir gleich zeigen werden. Seien A und B Element N ohne 1.
mit A gleich Produkt hier wie eben, ne? Und B genauso. So. Dann ist, oder dann gilt, der größte gemeinsame Teiler von A und B hat die folgende Primfaktorzerlegung. Ich nehme P hoch und jetzt nehme ich den kleineren von beiden Exponenten jeweils. Minimum von MP und NP. Minimum bedeutet einfach, nimm die kleinste Zahl von denen, die hinten drin stehen. Also wenn MP kleiner ist als NP, dann ist min MP NP gleich MP. Ja? Und wenn NP kleiner ist, dann ist es eben NP. Und wenn die beiden gleich sind, dann ist es sowieso wurscht, dann ist einer von beiden. Also immer den kleineren von beiden nehmen und als Exponenten hinzufügen und dann kriegen Sie die entsprechende Primfaktorzerlegung des größten gemeinsamen Teilers. Ja? Doch. Sehr schön. Ah, wundervolle Frage. Muss man das jetzt nicht beweisen? Genau. Ja. Das darf man nicht einfach so hinschreiben. Das ist ein Satz, der bewiesen werden muss. Ja, das ist ein Satz. Schreiben wir mal Satz drüber hier. Und jetzt kommt der Beweis. So. Und zwar teilen wir den Beweis in zwei Teile ein. Wir sagen erstmal, dieses G hier, das genau so gebastelt wird, ist ein gemeinsamer Teiler von A und B. Wir gucken erstmal, ist dieses komische Produkt hier überhaupt in der Menge der gemeinsamen Teiler von A und B? Und dann zeigen wir noch, dass es der größte ist. Also erstmal zeigen wir, dass dieses G Element ist in TA geschnitten mit TB. Also dieses G ist ein gemeinsamer Teiler. Und zweitens, G ist der größte gemeinsame Teiler von A und B. Also erstmal gucken wir, ist der überhaupt in der Menge der gemeinsamen Teiler? Und dann zeigen wir noch, aha, ist sogar der größte da drin. Zu 1. Also wir wollen zeigen, dass der hier drin ist, ne? Wir wissen Folgendes. Wir wissen, unser Exponent hier, jeweils für alle Primzahlen natürlich, das schenke ich mir jetzt. Also der Exponent zu einer Primzahl von g ist auf jeden Fall mal kleiner gleich dem MP. Und außerdem ist der Exponent, der genau der gleiche, ist auch kleiner gleich dem NP. Die Exponenten der Primfaktorzerlegung von G, diese hier, sind jeweils kleiner gleich dem MP und kleiner gleich dem NP. Logisch, ne? Ich nehme vom MP und NP das kleinere von beiden. Das ist ja das Min. Und das kleinere von beiden ist natürlich kleiner gleich den beiden. Wenn Sie zwei Zahlen haben, Sie nehmen die kleinere von beiden Zahlen, dann ist die kleinere von beiden Zahlen kleiner gleich dieser beiden Zahlen. 3 und 5 sind die kleinere 3, 3 ist kleiner gleich 3 und 3 ist kleiner gleich 5. So. Das bedeutet aber, mit dem Teilbarkeitskriterium, wenn alle Exponenten von g kleiner gleich mp sind, dann bedeutet es g teilt a. Und das hier bedeutet nach dem Teilbarkeitskriterium g teilt b. Haben wir gesagt, Teilbarkeitskriterium, wenn alle Exponenten kleiner gleich sind, dann teilt die eine Zahl die andere. Das ist die Rückrichtung vom Teilbarkeitskriterium. So, und G teilt A und G teilt B. Daraus folgt, G ist Element der gemeinsamen Teilermenge von A und B. So. Das war leicht.
Oh Gott, das darf man niemals sagen. Das darf man niemals sagen, auch niemals im Unterricht sagen, das war leicht. Ja? Wenn Sie dann da sitzen und denken, oh, das war schwer, und dann sagt der Dozent vorne, das war leicht, dann sind Sie deprimiert. Ja? Ich muss ganz anders machen. Das war jetzt ganz schön knifflig. Ganz schön knifflig hier die Sache. So, jetzt gehen wir zum Teil Nummer 2. Jetzt zeigen wir, also jetzt wissen wir, dieses G hier, das wir uns gebastelt haben, ist in der gemeinsamen Teilermenge. Und jetzt zeigen wir noch, dass es der größte gemeinsame Teiler ist. Wie machen wir das? Wir zeigen, dass alle Elemente in der Menge der gemeinsamen Teiler kleiner gleich diesem G sind. Also ich nehme die Menge der gemeinsamen Teiler und sage, ich nehme mal irgendein beliebiges Element aus TA geschnitten TB raus. Ich nehme irgendeinen gemeinsamen Teiler und zeige, der ist kleiner als mein G. Ja? Und zwar mache ich das folgendermaßen. Mein T ist ja jetzt in der Teilermenge von A, also teilt TA. Weil TA teilt, gilt nach dem Teilbarkeitskriterium, oder also sagen wir mal, das muss ich noch vielleicht eine Primfaktorzerlegung überlegen, mit T ist gleich die Primfaktorzerlegung hoch TP. Ja? So. Weil TA teilt, gilt nach dem Teilbarkeitskriterium für alle P, dass TP kleiner gleich MP ist. Ne? Außerdem teilt TB. Daraus folgt, dass TP kleiner gleich NP ist. Nach dem Teilbarkeitskriterium. So, und wenn jetzt alle TP kleiner sind, also wenn TP kleiner gleich MP ist und kleiner gleich NP, dann ist es auch kleiner gleich dem kleineren von beiden. Es ist ja kleiner gleich beiden, also ist auch kleiner gleich dem kleineren von beiden. Also folgt daraus, TP kleiner gleich min, MP, NP. Ich nehme den kleineren von beiden, das ist ja entweder der oder der, und jedes Mal ist TP kleiner als der. Okay, daraus folgt TP, und das gilt für alle Primzahlen, das heißt TP kleiner gleich min, MP, NP, das ist aber gerade der Exponent von G und es bedeutet nach dem Teilbarkeitskriterium, dass TG teilt. Und weil TG teilt, folgt daraus, dass T kleiner gleich G ist. Und daraus folgt, dass alle Elemente, weil es hier oben fest aber beliebig war, alle Elemente aus der gemeinsamen Teilermenge sind kleiner gleich dem G, also ist G der größte gemeinsame Teiler. Ach, ist das schön. Tada! Können Sie, das ist doch super, oder? Ah, ist das toll.